beginnt mit einer Ouvertüre. Die Ouvertüre hin wiederum beginnt mit einem Akkord. Und endet auch mit demselben. Beide stehen in Es-Dur. Oh, und sind fast gleich. Ja, aber dann hat sofort der Vorhang hochzugehen. Ein Tenor namens Tamino stürmt auf die Bühne. Zu Hilfe, sonst bin ich verloren. Zu Hilfe, sonst bin ich verloren. Der listigen Schlange zum Opfer erkoren. Das singt ihr jetzt ungefähr 25 Mal. Halt! Singende Schlange lässt die Bühnengenossenschaft nicht zu. Dann endlich. Jetzt ist sie auf mich doppelt böse. Hier benutzte Schikaneder ein Zitat von Händel. Händel. Ei, 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 ei. 14 Eier? Das treibt aber die Requisitenkosten unnötig hoch. Der Vogelfänger bin ich, ja, stets lustig, heißer Hopsasa. Sehr geistreich, ja, heißer Hopsasa. Dabei kann man doch nicht ohnmächtig spielen. Papageno ist Bariton, folglich kann er Tamino, den Tenor, nicht leiden und will abfliegen. Aber er kann nicht fliegen, weil er unkündbar ist. Papageno behauptet, dass er die Schlange getötet habe. Lügen und auch noch schlecht sprechen ist zu viel. Tamino gefällt das Foto sichtlich. Drum singt er eine Arie. Dies Bildnis ist bezaubernd schön. Ist das ein Kurzschluss? Nein. Jetzt wird es finster, weil er das nicht singen hätte sollen. Was kommt denn jetzt? Der Dunkelheit nachzuschließen, entweder Karajan oder die Königin der Nacht. War das aber nicht. Ich habe leider kein Wort verstanden. Wie wir alle nicht. Egal. Moment, Moment, das müssen wir wissen. Es handelt sich um die Tochter der Königin namens Pamina, die abgängig ist. Tamino soll das lose Mädchen wieder zurückbringen. Also bitte, Herr Kammersänger. Pamina retten! Ist mir Pflicht. Darf ich wieder? Ja, da müssen Sie schon die drei Damen fragen. Wer sind denn Sie? Papageno! Nicht aufhalten! Ich muss doch Pamina retten! Noch ist hier nichts zu retten. Was ist das? Zauberflöte. Da kann ich vom Glück reden, dass Mozart keine Zauberorgel geschrieben hat. Und was ist das? Glockenspiel. Bin ich der Glöckner von Notre Dame? Halt! Einspruch der Gewerkschaft. Können die beiden denn überhaupt spielen? Ja, Mozart hat geahnt, dass das schief geht. Er schreibt nämlich vor, dass jetzt der Vorhang fällt. Nun zu Sarastro. Moment, Sie Alberich, Sie.
Sie müssen doch das Publikum informieren. Das Urteil des Vaterschaftsgerichtes. Man musste der Königin der Nacht das Kind wegnehmen, weil das arme Wurm nicht im Finstern aufwachsen sollte. Und da in der Finsternis weit und breit kein Vater zu finden war, hat sich Sarastro die Vormundschaft angemaßt. Dieser Sarastro ist Vorsitzender eines Priesterchors. Was ist los? Verzeihen Sie, der Priesterchor hat heute seinen freien Tag. Wir könnten vielleicht den Jägerchor aus dem Freischütz... Und was ist das? Papageno und Tamino wurden auf ihrem Gelände aufgegriffen. Er ist schon wieder nicht studiert. Nachdem er diesen Ton geschafft hat, ist er schon erleichtert. Pamina wird von einem Mohren bewacht, der sie in unerlaubter Absicht erhaschen will. Als das Haschmi-Spiel auf dem Höhepunkt ist, erscheint wieder die Königin der Nacht und singt ihrer Tochter ihre Wünsche. Keiner hat was verstanden, aber da. Pamina wird wegen des unerlaubten Kontaktes zu ihrer Mama vor Sarastro geschleppt. In dieser heiligen Hallen. Normalerweise ist auch hier ein Umbau, aber den überspringen wir. Tamino und Pamina, die tun so, als würden sie sich zum ersten Male sehen. Er ist, sie ist, ich glaube es kaum, sie ist, er ist, es ist kein Traum, Traum. Sarastro ist überwältigt, dass die beiden füreinander bestimmt sind und macht wegen des großen Erfolges noch einmal... Ja, pardon. Ja, war schon besser. Jetzt ist ihm zwar leichter, aber er verlangt Taminos Zeugnisse zu sehen. Aber Tamino hat als Tenor kein Abitur. Er muss sich also einer Prüfung unterziehen. Papageno weigert sich, sich Bildung aufzwingen zu lassen und wird deshalb dazu verdammt, gleich zu heiraten. Aber wie man sieht, ist ihm das gar nicht so unrecht. Und während die beiden so ihre Namen zusammenstottern, muss Tamino zur Prüfung. Die Prüfungsvorschriften waren damals sehr einfach. Der Prüfling musste durchs Wasser gehen und wenn er das bestanden hatte, dann durchs Feuer. Tamino mogelte, denn er hatte die Zauberflöte mit. Da Tamino aber, wie wir wissen, gar nicht Flöte spielen kann, bläst das Solo immer der Flötist im Orchestergraben. Zweiter Gang droht nun die Feuerprobe. Puh, das ist noch einmal gut gegangen. Die Prüfungen sind bestanden und der Jägerchor lässt statt des jungen Paares den Falschen hochleben. Es lebe Sarastro, Sarastro, er lebe.